Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu TryJump. Heute springen wir wieder auf den Bergwerk-Lab-Server und danach öffnen wir eine Kiste, weil für mehr habe ich kein Geld mehr. Nee. TryJump. Und da starten wir auch direkt durch mit den Melonen. Ich habe gestern außerdem eine Wassermelone gegessen, ja. Lecker. Nee, Wassermelonen sind echt coole Melonen. Irgendwie sind die immer so frisch und vor allem, wenn es so warm ist. Bei uns ist es warm. Das ist ziemlich schade. Naja, aber wenn es ein bisschen warm ist, habe ich ja nichts dagegen. Aber ich glaube, wir erreichen heute die 36 Grad und irgendwie, vor allem, wenn man was aufnimmt, wenn dann der PC noch entsprechend auch Abwärme produziert, dann ist das echt nicht cool. Das ist echt nicht cool. Und die Pilze haben ja ohne Probleme geschafft, aber über den Regenbogen. Ach, wenn wir gerade beim Essen sind, Pilze mag ich nicht. Obwohl, ich mag den Geschmack von Pilzen, allerdings, Hamoda, was erzählst du da? Kürbissuppe ist lecker, Leute. Lecker, Kürbissuppe. Delisch. was wollte ich erzählen? Genau. Den Geschmack von Pilzen finde ich eigentlich ganz lecker. Nein. Ah. Aber irgendwie deren Konsistenz mag ich überhaupt nicht. Jetzt kommen wieder Leute. Oh, die kannst du auch so zubereiten, dass sie ganz lecker schmecken. Ja, das stimmt. Allerdings, wenn andere sagen, die wären knackig, finde ich sie irgendwie immer noch lapprig. Naja, aber jedem das seine. Den Geschmack finde ich eigentlich ganz lecker, wenn ich hier so Pilzsoße zu irgendwas dazu habe. Ja, auch Gott sei Dank den Sprung geschafft. Ohne die Pilze an sich. In der Soße ist ja dann der Geschmack drin, der hat er von den Pilzen aufgenommen. Dann finde ich es eigentlich ganz lecker. Es ist echt heute Essenstag, oder was? Ich habe mir gestern Spätzle mit Linsen gemacht. Lecker. Allerdings. Ach, habe ich in die Linsen viel zu viel Essig gemacht. Da bin ich ausgerutscht. Das war dann nicht so lecker. Dann habe ich ein bisschen weggenommen und dafür Wasser rein und war trotzdem zu viel. Leute, macht nicht zu viel Essig in euer Essen. Ach, hier kommt man doch über die Mitte. Guck mal, hier ist kein Essen mehr. Perfekt. Okay, ob sich das jetzt gelohnt hat, diese Abkürzung, weiß ich ja nicht. Aber wir haben abgekürzt. Ja, Abkürzung mit Maudado. Ah, soll ich daran vorbei? Ich glaube, da hat man oben drauf, musste man oben drauf springen. Das habe ich schon mal geschafft. Oder ist vorbei einfacher? Ärgerlich, es lief gerade so gut. War das unser erster Fail? Nee, beim Kürbis sind wir ja schon gefailt, bei der Kürbissuppe. Zack, zack. Und komm schon. Ja, sehr gut. Oh nee, das Modul hier war immer, ich weiß nicht. Oh, okay, den Sprung hier, an dem bin ich schon gescheitert. War immer ein Problem für mich. Weil hier am Ende nochmal ein Vierersprung holt, kommt, bei dem man keinerlei Anlauf in irgendeiner Variante nehmen kann. Allerdings, wenn ich direkt am Anfang die drei Fails geholt hatte, wäre das natürlich gut möglich gewesen. Und das machen wir jetzt auch einfach. Dritter Fail, komm schon. Ja, perfekt. Dann haben wir da vorne eine Leiter, glaube ich, dran. Da auch nochmal das. Okay, so sollte das ohne Probleme möglich sein. Ah! Mrs. Weezy hängt mich ab. Weezy. Ist doch italienisch, oder? Das klingt irgendwie italienisch. Modalo kennt sich nicht mit Sprachen aus. Sprachen waren immer mein schlechtes Fach in der Schule. Dafür war ich in Mathe, Chemie und Physik gut. Naja, in Chemie auch nicht mehr. Es heißt Chemie, nicht Chemie. Es heißt Chemie, nicht Chemie. Leute, es ist egal, wie es heißt. Ich sag tatsächlich beides. Immer mal wieder. Ich hab's so verhassen. Da wird man immer überzeugt, das andere ist richtig. Chemie. Das heißt Chemie. Och, Leute. Da gibt's immer die Experten. Die Experten, die da meinen, nee, so darf man das nicht sagen. Oh, ich heiße Rage Killer. So, mit dem Namen kann man ja eigentlich im PvP nur gewinnen. Auf jeden Fall in Chemie. war ich tatsächlich, das habe ich als Hauptfach, nee, wie hießen die? Jetzt habe ich einen Namen vergessen, wie es in der Oberstufe hieß, genommen. Und da hatte ich so einen schrecklichen Lehrer. Ich hatte so, naja, im Prinzip, der Typ war eigentlich nett, aber der hat einfach nichts gemacht in seinem Unterricht. Und der hat, ich weiß nicht, was mit dem los war. Okay, ich mache meinen dritten Reset, damit Rage Killer weit vorne liegt. Ach, ich habe schon drei, oder? Habe ich schon drei Resets? Jetzt habe ich auf jeden Fall drei. Ich glaube, der hat einem, ich weiß nicht, der hat nie Versuche gemacht. In keinster, also wirklich gar keine. Nicht mal irgendwelche Indikatoren. Ich weiß nicht, was mit dem falsch war. Ich glaube, naja, egal. Und es war auch alles so langweilig. Es war alles so langweilig, so schrecklich langweilig. Naja, dann hatte ich statt, dann hatte ich, glaube ich, hatte ich da am Ende 10 Punkte als Durchschnitt. Oh, das war traurig, davor hatte ich immer 1 in Chemie. Und dieser blöde Enderdrache. Okay, Concentration Mode. Oder irgendwie bin ich hier nicht sonderlich weit gekommen bis jetzt. So, und zwar konnte man hier so, dann hat man den Sprung geschafft. Und dann den, wenn man da durchsprintet, wenn man es richtig macht.
Das ist eigentlich kein Problem. So. Oh, sehr gut. Okay, und jetzt ist das auch einfacher. Das ist nämlich, glaube ich, der schwerste Sprung an dem Ganzen. So, dahin. Dahin. Kann ich direkt... Ach komm, machen wir einfach den da. Safe is safe. Den da. Den da. Und da muss ich, glaube ich, durchsprinten. Ich glaube, durch ist da schneller. Okay, sehr gut. Und dann haben wir es im Prinzip eigentlich geschafft. Rage Kill. Ach, nicht Killer. Ich heiße nur Rage Kill. Warum heiße ich nicht Rage Killer? Rage Kill hat gewonnen. Ja. Pengwing LP. Du hast keine Chance, mich aufzuholen. Dafür hast du zu wenig Zeit. Oder doch? Schaffst Pengwing? Oh. Kriege ich jetzt weniger Punkte dadurch? Weil ich dann noch am Ende runtergegangen bin? Nee, oder? So, okay. Kaufen wir uns eine Rüstung. Unser Schwert. Beten dafür. Wir beten, dass kein Knockback draufkommt. Ach Leute, ihr habt letztes Mal richtig rumgeflamed, weil ich das Schwert dann ein zweites Mal gekauft habe. Aber die Sache ist einfach, Knockback ist im PvP der letzte... Oh nee, Mist. Und ich muss es jetzt benutzen. Ich hasse Knockback. Also Leute, davor spiele ich die Runde lieber nicht. Aber für euch spiele ich sie jetzt doch. So, was gibt's denn noch? Kaufen wir uns einfach irgendwas. Leute, ich habe keine Lust mehr. Ist alles kaputt. So. Und vom Rest kaufen wir uns noch Essen. So viel Verschwendung. Hätte ich da wenigstens kein Knockback drauf gehabt. Ah, jetzt werden alle wieder in Kommentaren ausrasten. Wisst ihr? Das waren einfach unsere Extrapunkte. Wisst ihr? Ich darf ja meinen Punkt machen, was ich will. Gehen wir einfach in den Kampf und schauen. Vielleicht macht es ja keinen Unterschied. Okay, oh, die Arena kenne ich gar nicht. Das ist ein Raumschiff. Bin ich im Space? Daher hat PvP im Namen. Aber ich hab Kill im Namen. Und Rage. Wisst ihr? Mein Name gewinnt das einfach. Nein, mein Kill. Okay, sehr gut. Ich kriege einen Regenerationsbuff. Nein, ich wollte gerade. Ach Mann, wie ist denn der an mich rangekommen? Hat er einen Speedbuff? Hext? Von denen soll ich jetzt schlagen? Das sind zu viele. Okay, der hat fast kein Leben, wenn er so wegrennt. Er dürfte noch einen Schlag brauchen. Sehr schön, kriege ich einen Regenerationsbuff. Dann kommt wieder der Typ mit PvP im Namen zu mir. Kommt zurück. Mit meinem Knockback-Schwert kann ich echt viel kombonen. Ach, Knockback ist so bescheuert. Guckt, schaut euch das an. Oh, hätte ich den Heiltrank nicht gehabt, wäre das 50-50 gewesen, wer gewinnt und wer nicht. Das Problem an Knockback ist einfach, man kann nicht kombonen. Und wenn man nicht kombonen kann, das ist total bescheuert. Man kann immer nur einen Hit tauschen. Und wenn der andere jetzt nicht einen totalen Fehler macht. Wie zum Beispiel ich, einfach stehen bleiben. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so schlau. Aber jetzt habe ich eins ohne Knockback. Guck mal, mit Knockback hätte ich sowas nie machen können. Oh, ich habe noch richtig viele Goldäpfel, esse ich mal ein. Oh, puh! Um Himmels Willen. Mit Knockback hätte ich diesen Kampf nie gewinnen können. Das ist halt Minecraft. Da gehen andere Regeln. Das sind Stats nicht gut. So. Gut. Was haben wir denn hier noch? Warte. Ach, ich habe ein Leben ja schon verloren. United Puzzle hat noch alle. Bist du United Puzzle? Du bist United Puzzle. Die Frage. Hast du noch alle Leben, weil du der Ultra-Pro bist? Oder weil du dich rausgehalten hast? Ich tippe ja auf Ultra-Pro. Das ist in Minecraft meistens die richtige Antwort. Aber anscheinend habe ich den Ping. Ich bin Ping-Player. Komm zurück! Komm zurück! Lass dich Ping playen! Okay, wir bedrängen ihn einfach in der Ecke. Er wird ja nicht schnell genug regenerieren, oder? Oder doch? Weil irgendwann kann er ja nicht mehr abhauen. Dann wird er irgendeinen Turnaround machen oder sowas. Hat er gerade einen Kuchen in meinen Weg gesetzt, damit ich ihn nicht hitten kann. Vielleicht ist er ja doch ein Profi. Nee, ich habe ihn. Sehr gut. Jetzt haben wir hier zwei Spieler, ist die Sache. Wo ist denn der andere? Einer versteckt sich die ganze Zeit. Aber wenn ich den da nochmal... Okay. Sehr schön. Dann esse ich noch einen Goldapfel. Rage Kill ist bereit. Zum Töten. Ach, ich habe ja auch einen Kompass. Da oben ist der andere. Der ist da reingegangen einfach. Der Frechdachs. Mit einem Leben. Irgendwie treffe ich den nicht. Okay, ich habe ihn. Sehr schön. So, habe ich von dem irgendwas Besseres? Sharpness. Ich habe nichts Besseres bekommen, oder? Insgesamt? Nee. Sehr gut. Heißt, wir werden jetzt den letzten töten, wo auch immer er ist. Essen wir noch ein Goldie. So. Und dann versuchen wir ihn einfach zu töten. Oh Gott, da hat er mich aber gut erwischt.
Okay, wir haben ihn getötet. Sehr gut. Gut. Ich habe keine Ahnung, was ich heute erzählt habe in dieser Aufnahme. ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Vielen Dank fürs Zusehen. Ach nee, wir wollten noch eine Kiste öffnen. Öffnen wir noch eine Kiste. Leute, zack. Eine Kiste bitte zum Mitnehmen. Dankeschön. Und öffnen. Was werde ich nur bekommen? Wird es legendär sein? Normal oder sogar exklusiv oder selten? Ach, ich bin für legendär. Ich habe, glaube ich, noch keinen einzigen legendären Gegenstand. Und es ist... Ah, das bekomme ich leider nicht. Ein Strohblock. Ich habe nur Heu im Kopf. Ich bin dumm. Den habe ich doch schon, oder? Habe ich den nicht zum dem Letzt sogar ausgepackt? Hallo, ich bin Stroh-LP. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.